Liebe Hörer, der Podcast zu www.örecht.net.de. Ich begrüße Sie zum heutigen Fall aus dem Bereich des Polizeirechts. Zum Sachverhalt. Am 18. März 2018 gegen 8 Uhr fällt A, einer Zivilstreife der Polizei, in der Nähe der niederländischen Grenze aufgrund seiner Fahrweise mit seinem Pkw auf, unter anderem, weil er Schlangenlinien fährt. Schließlich biegt er ungebremst auf ein Firmengelände ein, hält dort an, steigt aus dem Fahrzeug aus, während der Motor weiterläuft und zieht sich bei einer Außentemperatur von ungefähr minus 3 Grad Celsius seine Jacke aus, unter der er nur ein T-Shirt trägt. Gegenüber den ihn kontrollierenden Polizeibeamten erweckt er einen unruhigen und nervösen Eindruck. Die Pupillen sind starr und stark verengt. Durch eine Abfrage des polizeilichen Informationssystems ergibt sich, dass A vor 8 Jahren wiederholt wegen Diebstahls, Betrugs sowie mehrerer Betäubungsmitteldelikte auffällig geworden ist. Bei der Durchsuchung des A finden die Polizeibeamten unter anderem Bargeld in Höhe von 4.265 Euro in sogenannter dealertypischer Stückelung. Angaben zur Herkunft des Geldes macht A nicht. Er betont, im Import- und Exportgeschäft tätig zu sein. A wird am 19. März 2018 ein unter dem 18. März 2018 gefertigtes, mit Aktenvermerk überschriebenes und mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenes Schriftstück, wonach binnen eines Monats nach Zustellung Klage beim VG Münster erhoben werden könne, ausgehändigt, welches die zuvor mündlich erfolgte Sicherstellungsverfügung bezüglich des Bargelds nach § 43 Polizeigesetz NRW bestätigt und zugleich auf der Grundlage des § 8 Absatz 1 Polizeigesetz NRW ein Verfügungsverbot über den sichergestellten Geldbetrag anordnet. Am 23. März 2018 wird A dieser Aktenvermerk erneut mittels Postzustellungsurkunde zugestellt. A erhebt am 23. April 2018 Klage gegen die örtliche Polizeibehörde, in welcher er zutreffend darauf hinweist, dass die Untersuchung seiner Blutprobe vom 18. März 2018 keine Spuren von Betäubungsmitteln ergeben habe. Er legte einen Kaufvertrag vom 4. März 2018 betreffend ein Kraftfahrzeug für einen Kaufpreis von 5.500 Euro vor. Hieraus stamme das von ihm am 18. März 2018 mitgeführte Bargeld. Als Käufer ist C benannt. Im Kaufvertrag ist das Geburtsdatum des A mit der falschen Jahreszahl angegeben. Dem formularmäßig vorgefertigten und mit Ankreuzfeldern versehenen Verkaufsformular sind sämtliche Felder nicht ausgefüllt, die für Angaben des Verkäufers zum Zustand des Fahrzeugs vorgesehen sind. A begehrt die Aufhebung der Verfügungen vom 18. März 2018 und die Herausgabe der 4.265 Euro. Hat die Klage des A vor dem VG Erfolg? Der vorliegende Sachverhalt ist nachempfunden der Entscheidung des OVG, des Landes Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 2. März 2021. Der Sachverhalt, so wie Sie ihn hier sehen, wäre durchaus examensgeeignet, auch in der zeitlichen Komponente. Mit diesen Sachverhaltsangaben kann man sich ohne weiteres 5 Stunden beschäftigen. Wenn Sie diesen Sachverhalt in der Examensklausur zu bearbeiten hätten, könnten Sie bereits beim Lesen der Fallfrage anfangen zu gliedern, nämlich mit dem einleitenden Obersatz, die Klage des A vor dem VG hat dann Erfolg, wenn sie zulässig und so weiter, sie begründet ist. Und Sie können dann schon beim ersten Lesen allein der Fallfrage eine Grobgliederung fertigen, nämlich mit den einzelnen Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Klage, beginnend von der Öffnung des Verwaltungsrechtswegs über die statthafte Klageart bis hin zur beteiligten Prozessfähigkeit oder dem Rechtsschutzbedürfnis und auf diese Weise schon eine Strukturierung einführen. Der zweite Aspekt, den Sie schon beim ersten Lesen des Sachverhalts einordnen können, ist derjenige, dass es hier um mehrere polizeiliche Maßnahmen geht und auch um unterschiedliche Begehren. Wenn Sie sich also das unten anschauen, A begehrt die Aufhebung der Verfügungen vom und die Herausgabe der 4.265 Euro. Das sind also schon mal mindestens 3 Maßnahmen, ne? Nämlich die Verfügungen, mindestens 2 und die Herausgabe. Also zunächst die Frage, welche Verfügungen sind es vom 18. März 2018? Das ist einmal die Sicherstellungsverfügung und so dann das Verfügungsverbot und drittens die Herausgabe. Das gibt jetzt auch die Grundstruktur der nachfolgenden Prüfung vor, weil Sie streng genommen 3 Klagen haben. Es wäre durchaus auch vertretbar zu sagen, ja, ich mache 3 Klagen raus, 3-mal Zulässigkeit, 3-mal die Begründetheit. Ist nicht so ganz praktikabel. Also Erkenntnis, man macht eine Klage daraus, die im Wege der Klagehäufung verfolgt wird und denkt dann aber dran, dass in jedem einzelnen Unterpunkt unter Umständen unterschiedliche Weichenstellungen vorzunehmen sind, je nachdem, welches Klagebegehren es sich handelt. Die nachfolgende Gliederung, die ich Ihnen jetzt hier einblende, trägt dem Rechnung, sodass Sie es immer wieder verfolgen können, was hier zu unterteilen ist.
Wir starten mit der Zulässigkeit der Klage und der Öffnung des Verwaltungsrechtswegs. Aufdrängende Sonderzuweisungen gibt es im Bereich des Polizeirechts nicht, sodass die Generalklausel nach § 40 Absatz 1 VWGO entscheidend ist. Der Streitgegenstand muss sich nach Maßgabe des öffentlichen Rechts bestimmen. Das ist dann der Fall, wenn der Streit von öffentlich-rechtlichen Normen geprägt ist. Und die öffentlich-rechtlichen Normen, die hier in Betracht kommen, sind unterschiedlich je nach Klagebegehren, sodass sich hier jeweils die Frage stellt, berechtigen oder verpflichten diese Normen einen Hoheitsträger in seiner Eigenschaft als solchen. Das ist die sogenannte modifizierte Subjektstheorie. Bezogen auf die Sicherstellungsverfügung ist nach nordrhein-westfälischem Landesrecht das § 43 Polizeigesetz. Das werden Sie in anderen Landesgesetzen in vergleichbarer Weise finden. Bezogen auf das Verfügungsverbot kennt das nordrhein-westfälische Recht keine Standardmaßnahme, sodass nur die Generalklausel des § 8 Polizeigesetz überhaupt in Betracht kommt. Und bezogen auf die Herausgabe des sichergestellten Bargeldbetrages gilt es hier in dieser Konstellation zu erkennen, dass zwei Anspruchsgrundlagen in Betracht kommen. Das ist zum einen der öffentlich-rechtliche Folgenbeseitigungsanspruch oder der Herausgabeanspruch nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Polizeigesetz NRW. Die beiden Anspruchsgrundlagen erfassen unterschiedliche Sachverhalte. Der Folgenbeseitigungsanspruch knüpft an ein rechtswidriges polizeiliches Handeln und verpflichtet dann die Polizei zur Herausgabe des sichergestellten Gegenstandes. § 46 Polizeigesetz knüpft an eine rechtmäßige Sicherstellung, bei der die Voraussetzungen im Nachhinein weggefallen sind. Diese beiden Normen stehen hier in Rede. Beide gehören dem öffentlichen Recht an. Bezogen auf den Folgenbeseitigungsanspruch braucht man allerdings noch eine weitere Begründung, denn es könnte auch ein zivilrechtlicher Herausgabeanspruch in Betracht kommen. Einschlägig ist vorliegend allerdings der Folgenbeseitigungsanspruch, weil das Grundverhältnis öffentlich-rechtlich geprägt ist, wie oben schon bemerkt wurde, anlässlich des § 43 Polizeigesetz. Denn Grundlage dieser Norm wurde ja die Sache sichergestellt, sodass sich die Herausgabe spiegelbildlich nach dem öffentlichen Recht bewegt. Das bedeutet also, der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. Die Streitigkeit ist auch nicht verfassungsrechtlicher Art, und eine abdrängende Sonderzuweisung kommt bezogen auf die Sicherstellungsverfügung und das Verfügungsverbot ersichtlich nicht in Betracht. Interessant ist § 40 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 Variante 2 VWGO bezogen auf das Herausgabeverlangen, nämlich die Frage, steht hier ein vermögensrechtlicher Anspruch aus öffentlich-rechtlicher Verwahrung im Raum? Das lässt sich unschwer verneinen. Das heißt, die Erkenntnis ist ja, dass die Sicherstellung ein öffentlich-rechtliches Verwahrungsverhältnis begründet und die Herausgabe dieser vermögenswerten Gegenstände unterfällt dieser abdrängenden Sonderzuweisung. Gleichwohl, das Bauchgefühl sagt, das ist etwas unpraktisch, dass das nun von den Zivilgerichten zu verhandeln wäre. Und die Lösung finden Sie in § 173 Satz 1 VWGO, der auf das GVG bzw. die ZPO verweist. Und dort finden Sie § 17 Absatz 2 Satz 1 GVG, dass das Verwaltungsgericht oder das Gericht allgemein den Rechtsstreit unter allen bedenkbaren Anspruchsgrundlagen zu prüfen hat. Und das sind auch rechtswegfremde Anspruchsgrundlagen, Ausnahme halt Artikel 34 Grundgesetz. Auf diese Weise fangen Sie auch den Herausgabeanspruch wieder ein und können insgesamt feststellen, dass der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Sie merken bereits hier, dass die Differenzierung nach dem Klagebegehren sehr, sehr wichtig ist, weil sie sonst die einzelnen Probleme, die der Sachverhalt aufwirft, nicht im Ansatz in den Griff bekommen können. Genauso verhält es sich mit der statthaften Klageart. Bezogen auf die Sicherstellungsverfügung und das Verfügungsverbot ist es nicht weiter schwierig. Es handelt sich um eine Anfechtungsklage nach § 42 Absatz 1 Variante 1 VWGO, da die Verfügungen Verwaltungsakte im Sinne des § 35 Satz 1 VWVFG sind. Bezogen auf die Herausgabe kann man wiederum differenzieren. Handelt es sich um einen Folgenbeseitigungsanspruch? Nochmal zur Wiederholung, der Folgenbeseitigungsanspruch greift ein, wenn die Sicherstellungsverfügung rechtswidrig war. Dann sind wir im Fall des Annexantrages nach § 113 Absatz 1 Satz 2 VWGO. Handelt es sich
um den allgemeinen Herausgabeanspruch nach § 46 Polizeigesetz NRW, der von einer anfangs rechtmäßigen Sicherstellung ausgeht, sind wir im Bereich einer allgemeinen Leistungsklage, die in der VBGO nicht gesondert geregelt ist, von ihr aber erkennbar vorausgesetzt wird. Bedeutet in dieser Konstellation, dass Sie im Rahmen der Zulässigkeit noch gar nicht sagen können, welche Klageart die statthafte ist. Sie können sagen, es gibt eine statthafte Klageart und welches dann ist, können Sie erst im Laufe der weiteren Prüfung feststellen. Zur Klagebefugnis bezogen auf Sicherstellungsverfügung und Verfügungsverbot sind wir im Bereich der Anfechtungsklage. Das bedeutet, § 42 Absatz 2 VBGO findet in direkter Weise Anwendung und Sie können hier den sogenannten Adressatengedanken heranziehen, dass der A als Betroffener der polizeilichen Verfügungen jedenfalls möglicherweise in seinem Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verletzt ist. Anders wiederum in der Formulierung zum Herausgabeanspruch. Hier findet § 42 Absatz 2 VBGO analog Anwendung. Jedenfalls, soweit es um § 46 Absatz 1 Polizeigesetz geht. Das heißt, Sie formulieren, dass der A einen möglichen Anspruch auf Herausgabe hat. Soweit es um den Folgenbeseitigungsanspruch geht und die Konstruktion über den Annexantrag, mag auch hier der Adressatengedanke durchaus noch tragfähig sein. Denn es ist ja ein Annexantrag zu einem Anfechtungsantrag. Aber das sind ganz feine Unterscheidungen, die hier nicht weiter ausschlaggebend sind. Zum Beklagten, bezogen auf die Anfechtungsklagen, jeweils § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO, also der Rechtsträger der handelnden Behörde, das ist Nordrhein-Westfalen für die Polizei das Land. Der Sachverhalt hat ein Problem aufgeworfen, den es zu erkennen gilt, nämlich dass der A in seiner Klage die Behörde bezeichnet hat und nicht das Land. Die Frage ist also, richtiger Beklagter wäre das Land, schadet es etwas, dass der A nur die Behörde, nämlich die Polizei, das Polizeipräsidium, bezeichnet hat? Das Gesetz selbst beantwortet diese Frage. § 78 Absatz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz gibt zu erkennen, dass es ausreicht, wenn man die Behörde bezeichnet. Das ist noch nicht weiter schwierig. Interessant wird es dann bezogen auf den Folgenbeseitigungsanspruch. Das ist auch 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO, denn es ist ja der Annexantrag. Aber bezüglich eines möglichen Anspruchs aus § 46 Polizeigesetz sind wir im Bereich der allgemeinen Leistungsklage. Dort gilt § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO nicht, sondern das allgemeine Rechtsträgerprinzip. Das führt zu keinem anderen Ergebnis, wenn der Anspruch dem gegenüber geltend zu machen, dem gegenüber halt der Anspruch begehrt wird, der Anspruch verfolgt wird, Entschuldigung. Der Anspruch verfolgt gegenüber dem Rechtsträger der Polizei, also gegenüber dem Land. Die hieran anschließende Frage ist aber, auch insoweit hat ja der A den Beklagten falsch bezeichnet. Und das allgemeine Rechtsträgerprinzip kennt so eine Regelung wie § 78 Absatz 1 Nummer 1 zweiten Halbsatz VWGO nun nicht, dass es ausreicht, die Behörde zu benennen. Folge wäre, dass unter Umständen bezogen auf die Leistungsklage die Klage unzulässig wäre. Diese Frage stellt sich in der Praxis so gut wie gar nicht, weil ein Gericht natürlich darauf hinwirken würde, nach § 86 Absatz 3 VWGO, dass sachdienliche Anträge gestellt werden und auch, dass Bezeichnungen korrigiert werden. Das ist also eher ein theoretisches Problem, gleichwohl vom OVG in der hier zu besprechenden Entscheidung ausdrücklich thematisiert worden. Und das OVG befürwortet hier eine analoge Anwendung des § 78 Absatz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz VWGO auf die Fälle, in denen das allgemeine Rechtsträgerprinzip Anwendung findet. Das lässt sich gut hören, ist auf jeden Fall sehr vernünftig. Zum Vorverfahren bezogen auf die ersten beiden Anfechtungsklagen ist nach nordrhein-westfälischem Landesrecht ein Vorverfahren nicht durchzuführen. 68 Absatz 1 Satz 2 VWGO und § 110 Absatz 1 Satz 1 Justizgesetz NRW. Bezogen auf die Leistungsklage ist festzuhalten, dass es eines Vorverfahrens ohnehin nicht bedarf, weil § 68 Absatz 1 VWGO nur die Anfechtungs- und Absatz 2 die Verpflichtungsklagen erfasst. Das
eigentliche Problem ist die Beurteilung der Klagefrist. Bezogen auf die Anfechtungsklagen läuft eine Klagefrist, beginnend ab Bekanntgabe der Streit gegenständlichen Verfügungen. Das ergibt sich aus § 74 Absatz 1 Satz 2 VBGO. Die Frage ist nun, wann läuft die Frist und wie lange läuft sie? Erste Möglichkeit ist es abzustellen auf die mündliche Anordnung der Sicherstellung und des Verfügungsverbots. Das war jeweils am 18. März. Und hiervon ausgehend, so Pi mal Daumen, einen Monat, Klage wurde am 23. April erhoben, wäre es dann wohl verfristet. Aber diese erste Konstellation löst sich dadurch, dass § 58 VBGO ja eine Rechtsbehelfsbelehrung voraussetzt, die bestimmten Anforderungen genügen muss. Insbesondere muss sie schriftlich sein. Und wenn das nicht schriftlich ist, läuft von vornherein keine Monats-, sondern eine Jahresfrist. § 58 Absatz 2 VBGO. So, dann wurde das Ganze schriftlich bestätigt, indem der Aktenvermerk am 19. März übergeben wurde. Und auch hier läuft eine Jahresfrist, da die Belehrung insoweit unrichtig ist. § 58 Absatz 2 enthält ja unterschiedliche Komponenten. Es gibt zum einen die Komponenten, ist all das in der Rechtsbehelfsbelehrung aufgeführt, was dort rein muss. Nach § 58 1 VBGO, das ist gar nicht so viel, wie man meint. Und auf der anderen Seite, steht da irgendetwas drin, was da nicht reingehört? Und der erste Befund ist, dass die Frage, wann die Frist beginnt, da gar nicht rein muss. Es geht über die Dauer der Frist, ist zu belehren, aber nicht über den Fristbeginn. Das bedeutet also, da fehlt nichts in der Rechtsbehelfsbelehrung, aber es könnte etwas irreführend sein. Und das ist es in der Tat, denn die Rechtsbehelfsbelehrung führt ja aus, dass die Frist ab Zustellung läuft. Und das kann im Einzelfall richtig sein, ist es aber nur dann, wenn das Schreiben auch tatsächlich zugestellt wurde. Der Sachverhalt gibt allerdings vor, dass diese Bestätigung schlicht übergeben wurde. Und damit handelt es sich um keinen Fall der Zustellung, sodass aus diesem Grunde in der konkreten Konstellation eine Jahresfrist läuft. Also bitte nicht verwechseln, ja, das kann richtig sein, der Hinweis ab Zustellung, aber nur dann, wenn auch tatsächlich zugestellt wird. Hintergrund des Ganzen ist ja, dass Zustellung und Bekanntgabe unterschiedliche Rechtsbegriffe sind. Also die Zustellung ist ein Unterfall der Bekanntgabe. Die Zustellung führt aber auch zu komplett anderen Fristberechnungen als die Bekanntgabe. Soweit nur angedeutet, aber hierzu finden Sie tatsächlich ganz viele Probleme auch in den Examensklausuren. Also kommt es auf den zugestellten Aktenvermerk am 23. März an. Der löst ohne weitere Probleme den Fristbeginn aus, und zwar auch den einmonatigen Fristbeginn. Die entscheidungserheblichen Normen habe ich Ihnen hier in der Übersicht einmal aufgeführt. Bezogen auf die Leistungsklage läuft ohnehin keine Klagefrist. Und bei den sonstigen Voraussetzungen gab diese Entscheidung keinen Anlass, irgendwas auszuführen. Jetzt blende ich Ihnen ein bisschen mehr auf, damit Sie schon einmal sehen können, wie dieser Fall gegliedert werden muss, dass ich das Ihnen also richtig schön einprägen kann, wie hier eine solche Prüfung erfolgt. Wer mag, kann gerne noch vor der Begründetheit der Klage unter Groß B sich äußern zur Klagehäufung nach § 44 VWGO und dann mit C fortfahren. Hier in der Gliederung ist das jetzt Groß B, Begründetheit der Klage, Anfechtungsklage gegen die Sicherstellungsverfügung. Hierzu einen schönen Obersatz. Die Anfechtungsklage ist begründet, wenn die Sicherstellungsverfügung rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Als Ermächtigungsgrundlage kommen § 43 Nummer 1 oder Nummer 2 Polizeigesetz NRW in Betracht. Zu den formellen Voraussetzungen gibt es im vorliegenden Fall nicht viel zu sagen. Von daher direkt der Blick auf die materiellen Voraussetzungen. Wie sieht es aus mit der gegenwärtigen Gefahr durch die Sache? Also eine Gefahr, die von der Sache ausgeht. Das ist jetzt die Prüfung zu § 43 Nummer 1
Polizeigesetz. Also Polizei kann eine Sache sicherstellen bei einer gegenwärtigen Gefahr. Die gegenwärtige Gefahr ist ein Sonderfall der konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das können Sie in § 8 Polizeigesetz entnehmen oder § 1 Polizeigesetz. Also wir brauchen eine im Einzelfall bestehende Gefahr, also eine solche Sachlage, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bei ungehindertem Ablauf in einen Schaden für ein Schutzgut der öffentlichen Sicherheit umschlagen wird. Und zwar aus der Sicht des verständigen Polizeibeamten ex ante. Das sind die Definitionen, die man hierzu immer hört. Die sind auch richtig und wichtig und in dem Fall, der hier zu besprechen ist, das zentrale Problem. Das werden Sie auch im Fortgang der Prüfung noch merken, wenn es um die Frage geht, ist denn das Geld wieder herauszugeben? Hier ändert sich der für die Beurteilung maßgebliche Zeitpunkt. Hierzu ein Einschub, eine Zwischenbemerkung bei diesen Examensklausuren, aber auch tatsächlich im praktischen Leben eines Richters kommt es ganz oft darauf an, welches ist denn der entscheidungserhebliche Zeitpunkt. Gewöhnen Sie sich das an, im Rahmen einer Prüfung in einer solchen Klausur immer im Hinterkopf zu haben. Manchmal wirkt es sich nicht aus, da ist überhaupt nichts angelegt, dass sich etwas verändert haben könnte seit Erlass der behördlichen Verfügung. Manchmal ist es aber auch anders. So auch hier. Da gibt es so verschiedene Faustformeln, die Ihnen auch vermittelt werden, dass es bei bestimmten Lagen, also aus prozessualen Lagen, immer auf unterschiedliche Zeitpunkte ankommen soll. Da gibt es so Faustformeln, bei der Anfechtungsklage ist es regelmäßig der Zeitpunkt und bei Verpflichtungsklagen regelmäßig ein anderer. Diese Faustformeln sind Faustformeln und von keinem gesonderten Ertrag. Der Ansatz des Bundesverwaltungsgerichts zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt ist ein komplett anderer. Das Bundesverwaltungsgericht sagt ausdrücklich, für die Beurteilung des entscheidungserheblichen Zeitpunktes kommt es ausschließlich auf das materielle Recht an. Ja, das ist ja auch sinnig. Wir sind hier bei der Frage, ist eine Verfügung rechtmäßig oder nicht? Und zur Rechtmäßigkeit einer Verfügung kann ja das Prozessrecht nichts sagen. Ja, sondern es geht um die Frage, kommt es auf den Zeitpunkt der Behördenentscheidung an? Oder auf einen späteren Zeitpunkt, wenn das Gericht die Sache nochmal überprüft. Das kann nur das materielle Recht sagen. Und das ist auch die eindeutige Aussage des Bundesverwaltungsgerichts. Das kriegt man raus durch Auslegung. Es gibt unterschiedliche Rechtsbereiche, da steht es ausdrücklich drin. Ein Beispiel, § 77 Asylgesetz, da steht ausdrücklich drin, dass es immer auf den Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung ankommt. Manchmal steht es nicht so ausdrücklich drin. Da muss man so einen Rückschluss machen. Das kennen Sie zum Beispiel im § 35 Gewerbeordnung, wenn es um die Frage geht der Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden, Zeitpunkt der Behörde oder später. Auch dort beantwortet das Gesetz die Frage durch dieses sogenannte Wiedergestattungsverfahren nach § 35 Absatz 6 Gewerbeordnung. Aus dem kann man entnehmen, dass es für den Erlass der Gewerbeuntersagungsverfügung auf den Zeitpunkt der Behördenentscheidung ankommt. Und jetzt zurück zu unserem Fall. Wir sind im Polizei- und Sicherheitsrecht. Auch dort kommt es nahezu ausschließlich, ich formuliere insoweit vorsichtig, aber das ist jetzt durchaus belastbar, nahezu ausschließlich auf den Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung an. Und wenn Sie jetzt noch einmal nachdenken über die Definitionen, die Sie ja beherrschen, ja, wie beurteile ich die Gefahr? Ja, aus einer Ex-ante-Sicht, also im Zeitpunkt des handelnden Polizeibeamten. Jetzt merken Sie ja, dass Sie bereits in Ihrer Definition diese Erkenntnis hineingepackt haben, dass es nach dem materiellen Recht auf den Zeitpunkt der Behördenentscheidung ankommt und auf keinen späteren Zeitpunkt. Dabei belasse ich es in diesem Augenblick und wir kommen im Rahmen des Leistungsantrags nochmal ganz kurz darauf zurück. Also stellt sich die Frage, durften die Polizeibeamten im Zeitpunkt der Kontrolle davon ausgehen, dass von der Sache eine Gefahr ausgeht? Und die Idee, die das OVG hier entwickelt, ist diejenige zu fragen, wird dieses Bargeld zur Finanzierung von Drogenkäufen verwendet? Es wäre ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelrecht. Das Betäubungsmittelrecht zählt zur geschriebenen Rechtsordnung, also Bestandteil der öffentlichen Sicherheit. Indizien muss man dafür sammeln. Man weiß ja nicht ganz genau, was der A jetzt damit machen wollte. Indizien habe ich Ihnen einmal hier aufgeführt.
Das müsste man der Examenklausur vielleicht ein bisschen anreichern, damit sie das auch belastbar nehmen können. Aber Indizien könnten sein, dass dieses Geld aus einem Drogengeschäft stammt und im wegen einer Kreislaufwirtschaft auch wieder dafür verwendet werden wird. Das ist so ein Erfahrungssatz, den das Gericht hier aufgestellt hat. Die Indizien dafür, dass das Geld aus einem Drogengeschäft und nicht aus einem Kaufvertrag stammt, ist der hohe Bargeldbetrag, dass er gegebenenfalls an einem ungewöhnlichen Ort versteckt war. Hier ist nicht der Fall. Dann könnte es sein, dass jemand der organisierten Kriminalität zugehört, war bei dem A nicht. Ne? Die Verurteilung liegt schon recht lange zurück. Dann die verdächtige Bargeldstückelung, insbesondere mit den 50-Euro-Scheinen. Vielleicht ein bisschen kurios begründet, aber erfahrungsgemäß kostet ein Gramm Kokain war das 50 Euro. Deswegen sei diese Bargeldstückelung so typisch. Dann die Nähe zu den Niederlanden wurde hier als weiteres Argument seitens des Gerichts angeführt. Die Niederlande seien ein Umschlagplatz für Drogen aus Südamerika. Dann belastbares Merkmal der Drogeneinfluss, unter denen der Fahrer zumindest nach außen hin stand. Pupillen, Kleidung, also dieses Ausziehen bei den kalten Temperaturen und der Fahrstil, ja, und halt die Vorstrafen. Ja, das sind diese Indizien, die darauf schließen lassen könnten, dass dieses Geld aus einem Drogengeschäft stammt. Der A hat sich ja bei der Kontrolle auch nicht dazu eingelassen, woher das Geld stammt, sondern sagt nur Import-Export-Geschäft. Und all das andere, was er später sagt im Rahmen der Klageerhebung, das müssten Sie bei der Klausurlösung außen vor lassen. Denn das ist ja nichts, was die Polizeibeamten im Zeitpunkt der Kontrolle wissen konnten. Ja, Frage also, ist das eine konkrete Gefahr? Hier stellt sich natürlich die Frage, führt das mit hinreichender Wahrscheinlichkeit schon dazu, dass ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen wird? Dass hier nur ein Gefahrenverdacht vorliegen könnte, drängt sich auf. Oder dass es eine bloße Vermutung ist. Und das reicht ja nicht aus, um polizeirechtlich einschreiten zu können. Hier brauchen Sie die sogenannte Abwägungslehre, nämlich diese gedankliche Konstruktion zu sagen, ja, ich habe nicht sonderlich viel Wahrscheinlichkeit für den Schadenseintritt. Aber wenn der Schaden eintritt, dann ist der sehr hoch. Nämlich hier gleich ein Verstoß gegen eine Strafnorm. Ja, und aus dieser Gegenüberstellung, also je höher der befürchtete Schaden, desto geringer die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts, können Sie hier über den Gefahrenverdacht hinwegkommen und eine konkrete Gefahr begründen. Die sogenannten Glasflaschenverbotsfälle sind hier die Leitentscheidungen zu. Ja, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, das OVG hat es bejaht und sogar noch darüber hinaus die Gegenwärtigkeit der Gefahr. Bei der Gegenwärtigkeit, das ist ein gesteigerter Gefahrbegriff gegenüber der konkreten Gefahr, muss ja die Gefahr unmittelbar bevorstehen oder bereits eingetreten sein. Ich hätte durchaus Sympathien zu sagen, nein, ich verneine die Gegenwärtigkeit. Das würde man auch in der Examensklausur sicherlich als sehr gut vertretbar abhaken. Das OVG hat das mit guter Begründung hier allerdings andersrum entschieden. Hat also gesagt, es liegt eine gegenwärtige Gefahr durch die Sache vor. Zur Verantwortlichkeit, der Inhaber der Sache ist hier der Verantwortliche und Ermessensfehler sind hier nicht ersichtlich. So, dann hätte man sich noch die Frage stellen können, muss hier vielleicht der Eigentümer vor dem Verlust der Sache geschützt werden? Könnte man hier auch noch erwägen. Ich stelle es mal ganz kurz hin an, weil es gleich noch einmal kommt. In einer gutachterlichen Klausur würden Sie wahrscheinlich hierzu auch zur Stellung nehmen, sich die Frage stellen, ja, muss hier der Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor dem Verlust geschützt werden, also der rechtmäßige Inhaber Sache geschützt werden? Da stellt sich die Frage, das ist dann nicht der Fall, wenn der A der rechtmäßige Inhaber ist. Also ist er rechtmäßiger Inhaber, ja oder nein? Wie gesagt, ich stelle es kurz zurück, wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Bezogen auf das Verfügungsverbot, eine etwas ungewöhnliche Fragestellung, nämlich dass die Polizei auch angeordnet hat, dass sich der A jeglicher Verfügung über das Bargeld enthalten soll. Hierzu nur ein paar Andeutungen des OVG, die aufzeigen, dass diese Problematik nicht ganz durchdrungen werden musste im konkreten Fall. Also als Ermächtigungsgrundlage kommt man als Standardmaßnahmen nur § 8 Absatz 1 Polizeigesetz in Betracht, die Generalklausel.
Frage ist natürlich, gibt es Standardmaßnahmen, die da Vorrang haben? Und hier könnte man sich bereits auf den Standpunkt stellen, ja, wir haben ja die Sicherstellungsnormen, § 43 Polizeigesetz. Warum soll auch noch ein Verbot ergehen, dass sich der Betroffene Verfügungen über das Bargeld enthalten soll? Das ändert ja nichts an der Sicherstellung. Wie auch immer, da liegt bereits ein erstes Problem. Das zweite Problem wäre dann bei der Frage, ist denn eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit dadurch gegeben, dass jemand darüber verfügt? Das ist schon etwas schwierig zu begründen, weil jedenfalls, und auch so hier gelöst durch das OVG, ist das Ganze nicht ermessensgerecht, ein solches Verfügungsverbot auszusprechen. Denn was soll denn passieren? Das Bargeld ist sichergestellt. Und damit fehlt es an jeglicher Erforderlichkeit, auch noch ein Verfügungsverbot auszusprechen. Das Ganze wurde also in der Problematik vom OVG nur angerissen, weil es ersichtlich nicht vertieft werden musste, um den Fall hier zu lösen, weil völlig klar war, dass ein solches Verfügungsverbot nicht weiterführend ist. Jetzt kommen wir zu der Leistungsklage auf Herausgabe, also entweder der Annexantrag oder allgemeine Leistungsantrag. Wie sieht es denn aus? Besteht jetzt hier ein Anspruch aus Folgenbeseitigung im Sinne des Annexantrages, § 113 Absatz 1 Satz 2 VWGO? Das kann man kurz fassen, denn die Sicherstellung war rechtmäßig. Wenn sie rechtmäßig ist, kommen die Voraussetzungen des Folgenbeseitigungsanspruchs ersichtlich nicht in Betracht, denn er setzt ja einen rechtswidrigen Eingriff voraus. Interessanter dann zu § 346 Absatz 1 Polizeigesetz. Wie sieht es denn da aus? Ist die Sache herauszugeben, weil die Sicherstellungsvoraussetzungen weggefallen sind? In formeller Hinsicht bitte nicht nach oben verweisen in der Klausurlösung, sondern klar machen, hier ist lediglich ein Antrag bei der zuständigen Behörde zu stellen. Zu den materiellen Voraussetzungen. Merken Sie jetzt hier, entscheidungserheblicher Zeitpunkt ist offensichtlich ein anderer. Denn das materielle Recht sagt ja selbst, sind die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen. Also ist völlig klar, es kommt nicht auf den Zeitpunkt der Sicherstellung an, sondern auf den späteren Zeitpunkt oder den Zeitpunkt jetzt der gerichtlichen Entscheidung. Wie stellt sich die Sachlage in diesem Augenblick dar? Also die Frage, sind die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen? Und hier kann man sagen zu § 43 Nummer 1 Polizeigesetz, dass jetzt nun wohl keine gegenwärtige Gefahr von der Sache mehr ausgeht. Das könnte man ganz kurz machen, dass man sagt, ja, der A steht jetzt nicht gerade an der Grenze von den Niederlanden. Ne? Das Geld ist ja seit vermutlich Monaten sichergestellt. Also ist die Gefahr sicherlich nicht mehr gegenwärtig. Und im Übrigen haben sich auch die Erkenntnisse nicht bestätigt mit dem Drogenkonsum. Das stimmte nicht. Und weitere Erkenntnisse über den Kläger hat man gar nicht. Was jetzt interessant wurde und in dieser Konstellation auch aufploppte, war eine andere Frage. Jetzt kommen wir noch zu der Norm, die ich Ihnen eben schon versprochen hatte. 43 Nummer 2 Polizeigesetz. Ist es denn vielleicht notwendig zu sagen, wir müssen den rechtmäßigen Inhaber des Geldes vor Verlust schützen? Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Anspruch aus § 46 Absatz 1 Satz 1 Polizeigesetz NRW natürlich ausgeschlossen ist, wenn die Sache erneut sichergestellt werden müsste. Das ergibt sich normiert in Satz 3 der Norm. Also die Frage, man hat es auf der Grundlage einer Norm sichergestellt. Die Voraussetzungen sind weggefallen. Jetzt müsste man eigentlich herausgeben, aber das Gesetz sagt selbst, stopp, stopp, wenn du sofort wieder sicherstellen müsstest, musst du auch nicht herausgeben. Das heißt also, dass man in dieser Situation dann erstmals einen anderen Sicherstellungstatbestand prüft. Und wenn Sie sich den anschauen, nach § 43 Nummer 2 Polizeigesetz NRW nochmal auf den Punkt gebracht, wann muss man den rechtmäßigen Inhaber vor Verlust schützen? Jedenfalls dann nicht, wenn derjenige, bei dem man es sichergestellt hat, selbst der rechtmäßige Inhaber ist. Das ist ja klar. Insbesondere, wenn er Eigentümer ist. So, und das ist das, was hier zu prüfen ist, und das taucht in Examensklausuren wiederholt auf, nämlich die Frage, ist hier der Kläger rechtmäßiger Inhaber, insbesondere ist er denn Eigentümer? Die Erfahrung zeigt in Examensklausuren, gerade in öffentlich-rechtlichen, dass die Kandidaten diesen Punkt nicht so gerne ansprechen wollen, vermutlich in dem irrigen Glauben, na, es ist ja jetzt Zivilrecht, was da kommt. Und ich bin der Ölrechtsklausur.
Dem ist aber nicht so, ja. Diese Frage hier klärt sich nach zivilrechtlichen Normen. Und das gilt es zu erkennen, dass der Sachverhalt belastbar genug ist, um diese Fragen zumindest anzudiskutieren. Denn wir haben die Besitzvermutung nach § 1006 Absatz 1 Satz 1 BGB, denn der A behauptet ja, er sei Eigentümer, also hat jetzt damit seinen eigenen Besitzwillen dokumentiert nach 72 BGB. Das bedeutet also, dass die Vermutung zunächst zu seinen Gunsten streitet, dass er Eigentümer ist. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist eine gesetzliche Vermutung, die widerleglich ist. Das funktioniert über § 173 Satz 1 VWGO in Verbindung mit § 292 ZPO. Das kann also widerlegt werden und es ist dann widerlegt, wenn das Gericht davon überzeugt ist, dass der A nicht Eigentümer sein kann. Ja, wann ist ein Gericht überzeugt? Das sind auch so Floskeln, die man mal auswendig lernen kann, nämlich dann, wenn hier jedem vernünftigen Zweifel Schweigen geboten ist. Ja, wenn das der Fall ist, also sein brauchbarer Grad der Gewissheit, es muss nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit sein, das sind so diese Floskeln, die da angestellt werden. Und das funktioniert natürlich auch nur mit Indizien und Erfahrungssätzen. Zu berücksichtigen ist bei dieser ganzen Wertung, dass ja das ein Entzug auf Dauer sein kann. Ja? Also wenn jetzt das Gericht sagen würde, du hast warst zwar Eigenbesitzer dieses Geldes, ich glaube dir aber nicht, dass du auch Eigentümer bist, dann bleibt es bei der Sicherstellung auf Dauer. Dass dann hier strenge Anforderungen anzulegen sind, ist natürlich völlig klar. Wenn wir jetzt mal in den Sachverhalt schauen, wie sieht es aus? Der A sagt, gut, ich hatte keine Betäubungsmittel. Das bezog sich noch auf den Wegfall der Voraussetzungen der Sicherstellungsverfügung. Und dann kommt das mit diesem Kaufvertrag. Ne? Er sagt jetzt, ich habe hier einen Kaufvertrag vorgelegt über ein Fahrzeug, 5.500 €. Und daraus stammt dieses Geld. Jetzt gibt es natürlich einige Bedenken, ob das so stimmen kann. Ja? Denn im Kaufvertrag ist das Geburtsdatum falsch angegeben. Dann gibt es keine Angaben zum Zustand des Fahrzeuges. Also kann man schon mal Zweifel haben, ob das vielleicht nur im Nachhinein etwas gedreht worden ist oder nicht. Hinzu kommt, dass die 5.500 € nicht ganz passen zu den 4.265 €. Die Stückelung erklärt sich noch nicht daraus. Es gibt weiterhin einige Zweifel an dem Vortrag des A und zugegebenermaßen für eine Examensklausur wäre das jetzt etwas schwierig für Sie wirklich abschließend zu entscheiden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wir müssen jetzt hier als Gericht Farbe bekennen und natürlich auch als Klausurschreiber. Wovon gehen Sie nun aus? Sind Sie davon überzeugt, dass diese Eigentumsvermutung widerlegt ist oder nicht? Wenn ich sage, ich habe Zweifel und zwar noch begründete Zweifel, ja, denen nicht Schweigen geboten ist, dann müssten Sie ja sagen, ja, es bleibt bei 1006 Absatz 1 Satz 1 BGB und müssten das Geld wieder herausgeben. Also hier das vorliegende Anspruchsvoraussetzungen bejahen. Im konkreten Fall war das Ganze noch etwas spannender. Das Oberverwaltungsgericht hat hier noch einen Zeugen vernommen und hat auf der Grundlage einer Zeugenwürdigung dasselbe Ergebnis hinterher vertreten, dass die Sicherstellung zum Schutz des rechtmäßigen Inhabers vor Verlust nicht angezeigt ist. So viel zu diesem Fall aus dem Bereich des Polizeirechts und insbesondere zu den immer wieder examensrelevanten Fragen des entscheidungserheblichen Zeitpunkts gerichtlicher Entscheidung.